Und dann guckt man sich vielleicht mal so ein Total Return an über die letzten Jahre, gerade die signifikanten Jahre, und sieht dann zum Beispiel, bei Lyon Delbazel hatte ich es mal gemacht, sukzessive seit Jahren ist so ein Abstand gewesen. Ich habe jetzt keine Grafik, deswegen zeige ich das einfach mal so. So ein Abstand im Chart. Der obere ist dann Lyon Delbazel und der untere ist dann BASF. Die laufen schon gleich, Chemiebranche hoch und runter, aber die können einfach mehr rausschneiden. Und ja, was einfach dazu geführt hat, dass ich dann mein Kapital zu denen umgeschichtet habe. Die haben jetzt die Dividende um 7% angehoben, wollen sich vom Europageschäft trennen. Das fand ich jetzt schon mal eine gute Weiterentwicklung. Ja, und so findet man, glaube ich, in vielen Unternehmen alternative Investments, wenn man nicht ganz so mit dem Home Bias und der rosaroten Brille nur auf deutsche oder europäische Unternehmen schauen will. Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, du hast ja auch eben schon die Allianz angesprochen, ist auch für mich ein Top-Unternehmen. Die habe ich ja gekauft, als es da diesen Skandal gab in den USA mit dem Fonds. Dann habe ich mir die, habe ich vermehrt nachgekauft. Die sind ja auch jetzt herabgestuft worden. Das ist ja auch immer spannend. Dann gibt es so eine, was ich auch natürlich mache, ist wirklich sich mal die Charts nebeneinander zu legen und mal anzuschauen, wenn du so ein Unternehmen hast, unterschiedliche Versicherer oder was auch immer, die natürlich müssen was Ähnliches machen. Sonst Ja, kann, klar. macht es nicht zwangsweise Sinn, ja. Nebeneinander zu legen und dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, zu sehen, wie ist denn da der Unterschied und wie haben die sich über Dekaden entwickelt, ist auch spannend. Und dann zu schauen, ist das eine links unten, rechts oben Aktie? Also macht die so eine Bewegung von einem, wenn du dir den Chart anguckst, von einer Seite nach Genau. oben zur anderen und dann stetig nach oben. Und dann haben die irgendein Problem, dieses Problem analysieren. Ist es ein Problem, was gelöst werden kann oder ist es keins? So, und dann so Skandale wie bei der Allianz jetzt, das hast du immer wieder, dass sowas aufkommt, da mal, wir sind Menschen, dann hat jemand Mist gebaut, vielleicht auch was gemacht, was er auf gar keinen Fall hätte machen sollen, da in diesem Fall. Und jetzt hat man auch mal wieder sowas, wo Citigroup dann anfängt und stuft irgendwie Allianz herab, auf einmal wird die Aktie abverkauft. Das gibt es ja auch ganz oft. Dabei muss das nicht heißen, dass das Unternehmen über die nächsten 10 Jahre ein schlechtes Unternehmen ist. Man muss da immer vorsichtig sein, nur weil die mal herabgestuft werden, da nicht direkt aus so einer Aktie auszusteigen, sondern wirklich da auch hinzuschauen, wie sieht es bei dem Unternehmen wirklich aus, wenn man da mal Aber viel ist ja noch nicht passiert. Also ich sehe reinschaut. gerade hier, von Nee. 280 ging es jetzt innerhalb von 2 Monaten oder eigentlich von wenigen Tagen runter auf 260, und da stehen wir ja irgendwo immer noch da unten. Also so schlecht ist es noch nicht. Also bei Nee, mir ist auch die gar nichts viel passiert. nicht. Also die ist Bei weder mir ist günstig noch teuer, ja. es ein bisschen teuer aktuell, sagt meine Bewertung. Günstig ist es jetzt, Bei mir ist ist sie die Aktie. neutral, ja, deswegen. Also ich würde sagen, ich glaube, Aktie gerade nicht. die muss noch mal mindestens noch mal 20 Euro fallen. Dann sind wir auf dem Niveau, wo sie ausgebrochen ist. Also sagen wir mal um die 240, 245 da. Irgendwo muss sie mal rein. Da waren wir halt zum Jahreswechsel, am Anfang des Jahres. Da muss man mal schauen. Aber ist dann auch noch nicht viel passiert. Dann ist sie von 280 auf 240 gefallen. Also ist Nee, jetzt irgendwie noch viel nicht passiert so. ist nicht, nur ich sehe immer wieder, dass Investoren sich so leicht beeinflussen lassen von sowas. Dann kommen irgendwie negative Nachrichten, dann siehst du das Erste, was auf irgendeiner Börsenwebsite ist, Allianz herabgestuft, Probleme, warum macht, ich glaube Citigroup war es, ich bin mir nicht sicher, warum, dann hat da jemand, die herabgestuft. Man muss auch immer bedenken, Analysten, die können auch gemeinsam schön mal Aktien herabstufen, damit die günstig einsteigen können. Also Ja, das auch. Manchmal müssen Analysten auch einfach nur irgendwas sagen. Also bei Analystenkommentaren zum Beispiel versuche ich mir immer gar nicht so dieses Rausgeblase so anzuschauen. Sondern wirklich zwischen den Zeilen zu lesen, ist da jetzt was Signifikantes passiert, wenn einer schreibt, ja, stuft da hoch, runter, was auch immer, weil er die EPS-Erwartung angepasst hat. Der sich, ja gut, und wie angepasst, warum angepasst, steht denn da nicht. Also ist für mich Nonsens, ja. Aber die Das Allianz meine könnte ja ich. auch hingehen, Allianz Research könnte hingehen und sagen, wir bewerten jetzt die Citigroup ab. Weißt du so? Das Genau. wär doch viel spannender, so, wenn die da einfach mal agieren und sich da gegenseitig einfach mal so nach unten pushen. Nee, ich glaube, man muss einfach schauen, was genau passiert ist. Oft sind es Sachen, die sind kurzfristiger Natur. Ja, da ist irgendwo ein Sturm gewesen, dann haben die offensichtlich eine Belastung. Und dann musst du sagen, okay, dann müssen die mal irgendwo 1 Milliarde irgendwo bezahlen für irgendwas. Und dann guckst du dir an, wie groß die ist, wie signifikant ist das. Und dann vor dem Sturm ist nach dem Sturm und so weiter. Also das ist es wirklich schwierig. Gerade als langfristiger Investor müsstest du alle News nach Langfristigkeit
sortieren und sagen, das ist ja, kurzfristig. Wenn dann steht, wir wollen uns jetzt aus China zurückziehen, wir verkaufen alle Assets und wollen jetzt nur noch, dann sagst du, okay, das ist jetzt eine langfristige Sache, wie geht man damit um? Haben wir jetzt nicht, ja. Aber alles andere ist ja so, ja, poppernd, sage ich immer, das ist irgendwie nicht so dramatisch. Und wenn Analysten wirklich nichts Genaueres sagen, warum und wieso, dann ist es oft so, ja, dass eigentlich nichts zu sagen ist. Aber sie trommeln nochmal, hallo, verkaufen oder kaufen, ne? Oder der Chef hat gesagt, jetzt mach mal was jetzt hier von dem Analyst. Mhm. Aber der Punkt ist ja auch immer, wenn es dann aber wirklich etwas Schlimmeres ist, etwas problematischeres ist, ja, dann lernst du das ja auch direkt, kriegst du das mit, weil es dann die ganze Zeit immer wieder durch die Medien geht. Und dann merkst du ja schon, ah, da ist irgendwas. Und wenn du langfristig investierst, auch sowas, wie jetzt beispielsweise, können wir ja mal reingehen, bei einer Starbucks, die Probleme haben, weil die müssen umstrukturieren, sehr teuer. Ich war jetzt kürzlich in New York und du siehst wirklich, dass die Menschen nicht mehr in den Starbucks so wirklich reingehen, weil, also erstmal hält sich kaum noch jemand drin auf. In Deutschland siehst du ja, wenn du in Frankfurt reingehst, da sitzen die ja noch mit einem MacBook oder Laptop oder was weiß ich und arbeiten noch. In den USA ganz wenig, dass da Leute im Starbucks sitzen und den kaufen, wenn du da so einen Kaffee hast, für $6, ja, $7. Das ist schon ordentlich und da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Aber auch da, die Aktie ist jetzt schon wieder ordentlich gestiegen, als sie abgefallen ist. Und jetzt auch aktuell, wenn du mal vergleichst, historisches KGV mit dem aktuellen KGV. Ich glaube, aktuelles KGV liegt so bei knapp 23, sowas um den Dreh. Historisch liegen wir bei knapp 34, wenn man das bereinigt, das KGV um Sondereffekte, sind wir bei 27,5, habe ich mir jetzt immer notiert. Und dann auch Cashflow ist auch historisch bei 19, aktuell bei 14. Kursumsatzverhältnis auch relativ günstig. Aber die haben natürlich auch extreme Schulden. Wie siehst du das denn bei Starbucks? Weil ich glaube, du bist ja auch, hast du einen Sparplan auf Starbucks gehabt oder was hast du da gemacht? Ich habe da irgendwas bei dir gelesen. Nee, ich habe keinen Sparplan, aber ich erzähle den Leuten immer, dass Sparpläne wenig Sinn machen. Und deswegen hast du da was gelesen zum Thema Sparplan. Ach so, okay. Ja, der Aktieneinbruch war schon stark, hast du gut beschrieben. Es kommen weniger Leute und die da sind, bestellen auch weniger. Der CEO hat es dann so gesagt, ja, die in der Warteschlange stehen und warten, die bestellen dann statt 3 Produkte nur noch 2. Und da denke ich mir, ja gut, und alle kommen um 8, weißt du. Was ich jetzt schon gelesen habe, gerade in China, ist Starbucks über die App extrem aktiv. Sie hauen Gutscheine raus ohne Ende. Sie wollen den Leuten einfach sagen, kommt zu uns. Aber es sind Gutscheine nicht auf die Premium-Produkte, sondern auf Randprodukte, wo bis zu 30%. Und dann haben sie noch gewisse Zeitslots. Also sie wollen eben nicht, dass alle nur noch um 8 kommen und sie dann nicht mehr abfrühstücken können, sondern die sagen, hier, der Gutschein gilt ab 9.30 Uhr und versuchen so wirklich über den Tag hinaus das zu verzehren. Und ich glaube, gerade so kleinteilige Unternehmen haben viel mehr Möglichkeiten, direkt was zu ändern, als jetzt so ein Siemens-Konzern, der mal eben nicht 2 Atomkraftwerke bauen kann. Ja? Der macht dann ewig lange Verträge und muss dann praktisch langfristig denken. Hier bei so einem Kleinteilunternehmen geht es viel, viel besser. Deswegen finde ich sowas jetzt erstmal nicht so schlimm. Ja. Der Aktienkurs hat sich ja, wenn ich sehe, fast bis auf $2-3 von dem Tief Mitte April eigentlich schon wieder komplett erholt. Bei $85 waren wir damals. Ja. Da fehlt nicht mehr viel, könnte man heute vielleicht schaffen. Dann ist der Drops auch wieder schon gelutscht von den letzten Quartalszahlen. Und der Punkt ist jetzt eben, Sparplan Jünger feiern das jetzt wieder und sagen, oh geil, super, ich bin ja eben Sparplan drin bei Starbucks. Weißt du, mein Durchschnittskurs, ich habe die Starbucks-Aktie jetzt 2-mal gekauft, ja, jetzt nicht in den letzten Wochen, sondern schon in den letzten Jahren. 2-mal. Mein Durchschnittskurs inklusive Dividende liegt bei $66,52, also ganz weit weg, wo die jetzt auch hingefallen ist, ja. Ich kann das ganz normal, klar, ich hatte auch Buchgewinne, wo die Aktie hier, was ist das hoch, $107, letztes Jahr im Herbst war. Ja, die sind natürlich bei mir auch weg, die Buchgewinne, aber ist ja egal. Ich bin immer noch nicht im Verlust. Aber der durchschnittliche Aktienkurs der letzten 12 Monate beträgt 96, also aufgerundet 96 US-Dollar. Hm. So, und jetzt ist die Frage, was hat mir das denn gebracht? Also ich habe jetzt praktisch die letzten 12 Monate nur verhältnismäßig zu hohen Kursen Starbucks eingekauft. Jetzt kam der Einbruch auf, keine Ahnung, wie das hier aussieht, $73 im Tief, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn du die anguckst, im April war es nach oben
im Mai war es unten und jetzt im Juni sind wir schon wieder bei 83. Du hattest jetzt eine einzige Sparrate, in der du mal für 75 oder so Dollar dir ein paar mehr Shares holen konntest mit deinem 25 Euro Sparplan. Da hast du also 0, irgendwas mehr an Aktien bekommen. Und die nächste Sparrate im Juni wird schon wieder auf dem Niveau wie im April, also vor dem Absturz, gehandelt. Du hast also eigentlich gar nichts gewonnen, also einen Monat. Ja. Und ich bin eben der Ansicht, man kann Aktien folgen und muss eben auf solche Gelegenheiten warten. Meine Position ist schon fortgeschritten. Ich habe jetzt nicht zwingend hier nochmal aufbauen müssen. Aber wenn, dann wäre das durchaus eine gute Idee gewesen, dass man sagt, okay, man nutzt jetzt dieses Problem, muss sich natürlich einlesen, muss versuchen abzuschätzen, ist es was oder kommen die da wieder raus oder wird man nie wieder Kaffee verkaufen mit hohen Margen. Und dann hätte man durchaus zu dem Entschluss kommen können, vielleicht, selbst wenn du für unter 80 gekauft hättest, ja, dann bist du einen Monat lang, hättest du Zeit gehabt, dir zwischen 75, 73 bis 80 Dollar, hättest du dir einen ganzen Monat Zeit lassen können. Jeden Tag nach der Arbeit, 2 Stunden machst du das Starbucks-Studium und hättest gesagt, okay, für 80 kaufe ich dir jetzt. Oder vielleicht für 76. Du wärst mit dem Einkauf und wenn du da einfach ein bisschen Geld in die Hand nimmst, sagen wir mal 1000 Euro, dann stehst du besser da wie alle anderen, die jetzt ein Jahr lang Starbucks im Sparplan gekauft haben. Ja, einfach so, dass du einfach auf die Gelegenheit gewartet hast, dich ein bisschen gekümmert hast. Darum ging es in meinem Post, in meinem Telegram-Kanal, dass ich das einfach mal aufgezeigt habe, dass das praktisch so ein typischer Sparplan-Aktie ist. Ja, ich hätte die jetzt wieder kaufen können. Hätte ich meinen Durchschnitt von 66 US-Dollar hätte ich jetzt ein bisschen verteuern können. Aber ich hätte wäre ich immer noch weit weg von irgendjemandem, der das mit Sparplan bespart. Aber ich kann verstehen, Sparpläne haben Vorteile. Ich will das mal nicht schlecht reden. Aber wer wirklich seine Rendite optimieren will, der sollte überlegen, vielleicht weniger Sparpläne und wirklich sich Zeit nehmen und punktuell zu investieren. Das macht in vielen, vielen Dingen oft das Leben leichter. Was hatten wir denn für Aktien? CVS Health ist abgestürzt, Hormel Foods ist abgestürzt, ach, B&G Foods, Starbucks. Also es sind so viele Aktien, GSK Realty gestern. Realty Income auch stark gefallen. Glaxo gestern abgestürzt oder vorgestern, weil die sich jetzt da vor Gericht verantworten müssen für das eine Medikament. Das sind die Chancen, auf die man durchaus warten könnte und dann sich hinsetzt und sagt, okay, statt 3 Jahre 25 Euro habe ich jetzt einfach mal den Betrag in eine Einmaleinzahlung an einem neuralgischen Punkt investiert, mit einer Unterbewertung zum guten Kurs, mit großen Problemen und kann dann viel erholter aus dieser Situation wieder rausgehen. Vor allem, also wie gesagt, nicht schlecht reden, sondern als Alternative mal sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als mit Sparplänen zu investieren. Ich bin auch überhaupt kein Fan von, also ich finde, einen Sparplan auf einen ETF kann man machen, finde ich okay für den Anfang, dass man überhaupt dabei ist, wenn man noch gar nicht dabei ist, finde ich voll in Ordnung. Aber auf einzelne Aktien sehe ich ganz genauso, weil wenn ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, wie die Kurse jetzt waren und ich wäre da beim Sparplan drin gewesen, da wäre ich allein, also wenn jetzt, wann war das? Im April, ja, waren wir bei 114 Dollar. Und wenn ich dann weiter kaufe, bei mir, was das auslöst, wenn ich einen Sparplan habe und die Aktie steigt, löst das aus, dass ich den Sparplan stoppen will. Weil ich merke, die steigt ja die ganze Zeit, dann kaufe ich ja immer weiter. Ja. Wenn sie dann fällt, löst das bei mir aus, dass ich eigentlich mehr kaufen will. Und dann, also wenn ich die Aktie mir angeschaut habe, weil auch wenn ich einen Sparplan laufen habe, sollte ich die Aktie bewerten können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so viel Zeitaufwand ist es auch wieder nicht, eine Aktie zu bewerten. Und das versuche ich auch immer wieder klar zu machen. Du kannst Aktien, die größten Hebel sind Geduld und Zeit. Ja. Es ist auch so mit diesem, weil du es gerade sagst, dass man, also dass du einfach zu viel bezahlst, ja. Das ist den Leuten ja gar nicht bewusst, weil sie ja sagen, also Sparplan-Jünger sind ja so, ich will mich ja auch nicht kümmern. Also die kriegen dann vielleicht am Rande mit, okay, Starbucks, ja, das kriege ich mal einen Monat oder zwei. Aber dieser Effekt, dass du sagst, wann kaufe ich denn tatsächlich mal für meinen gleichen Anteil mehr, also für meinen gleichen Geldbetrag mehr Anteile, das ist eben signifikant gering. Die meiste Zeit kauft man eine Aktie, wenn sie neutral bewertet ist, oder wenn sie teuer ist, wo man vielleicht als Einzelanleger, also wer einmal Beträge investiert, sagt, nee, also da kaufe ich jetzt nicht, ist mir viel zu teuer. Und das machen eben Sparplan-Investoren. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel meinen Mitgliedern, wenn Sparpläne, dann solange eine Aktie bei uns ein Kaufsignal generiert oder günstig ist. Es kann ja sein, dass die Starbucks-Aktie 7 Monate lang ein Kaufsignal hat.
Das Kaufsignal wird dann am 1. Juni, jetzt letzte Woche, jetzt vor ein paar Tagen wird es aktiviert. Dann richtest du das ein, die ist jetzt günstig. Statt 25 kannst du jetzt aber 100 Euro nehmen, weil du ja sonst die nicht besparst. Und dann, sagen wir mal, im Dezember hat die sich so weit erholt, dass das Kaufsignal ausgeht. Die ist dann nicht mehr günstig, sondern nur noch neutral. Dann nimmst du das raus und guckst, okay, ich konnte 600, 700 Euro in die Aktie investieren, hast dir einen gewissen Anteil aufgebaut und danach ist wieder Ruhe. Und dann guckst du im Dezember, welche Aktie ist denn jetzt günstig? Keine Ahnung, nehmen wir mal XY, dann packst du die 100 Euro da rein. Also du machst Sparpläne immer nur dann, wenn Aktien günstig sind. Und auch da, ja, hast du ja selber gesagt, muss man sich eben ein bisschen Zeit nehmen. Aber gut, die Leute nehmen sich für so viele andere Dinge Zeit, könnte man ja praktisch sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen. Ja, im Zug, keine Ahnung, oder wann auch immer, abends im Bett gehen, ein bisschen einlesen, die News lesen zu einem Unternehmen, dann kriegt man schon sehr, sehr schnell mit, was da so los ist, ja. Ja, ich habe das genau so gemacht bei Realty Income. Das ist ja auch ein Unternehmen, was viele, ich glaube, du hast nicht im Portfolio, hast du auch ein Portfolio? Ich habe die jetzt in letzter Zeit extrem aufgestockt, immer und immer wieder. Wenn die weitergefallen sind, habe ich immer weiter aufgestockt. Und irgendwann werde ich da auch, ich habe da jetzt schon eine ordentliche Dividende in dem öffentlichen Portfolio sogar, die da monatlich reinkommt. Und wenn ich da, wenn die jetzt weiter steigen, alleine, nur durch die Dividende, obwohl ich, als die runterging, weitergekauft habe und dann nochmal gefallen ist, obwohl ich die gefallen ist, durch die Dividende bin ich schon positiv. Also sowas von, weil da ständig eine Dividende reinkommt und viele betrachten auch nicht, dass die Aktie natürlich zu Recht abgestraft wird, weil die Zinsen nicht so optimal aussehen. Aber wenn du dann nur in die Slides reingehst, und die machen eine ganz tolle Präsentation, Realty Income, natürlich werden da auch immer mehr Aktien ausgegeben. Und da kann man auch sagen, möchte ich nicht, ich möchte eigentlich immer mehr Anteile an dem Unternehmen haben. Verstehe ich auch, wenn das jemand sagt, deswegen wollen sie das Unternehmen nicht haben, kann ich zu 100% verstehen. Aber wir haben hier die Situation, dass man vergleichsweise sieht, dass der Return zu einem Index besser war, also zu einem Weltindex zum Teil, aber bei geringerer Volatilität. Mhm. Und man sieht auch bei Realty Income, dass die Auszahlungen der Mieten oder die Zahlungen der Mieten immer um die 95-98% waren, weil die extra schauen, dass das Geschäftsmodell sehr stark ist und die mit guten Unternehmen zusammenarbeiten, die gute Geschäftsmodelle haben, das schön diversifizieren. Ich habe zum Beispiel für REITs eine separate Checkliste und es gibt echt nicht viele gute REITs, finde ich, wenn ich mir das anschaue. Natürlich schütten die viel aus, aber also einige, weil sie es ja müssen. Aber da bin ich jetzt auch eingestiegen, immer mehr, und da werde ich auch mal wieder Anteile verkaufen, weil da kann es auch mal passieren, dass die mal wieder ordentlich steigen, sobald es positive Nachrichten zu Zinsen gibt, nämlich. Ja, das ist halt der Punkt bei Immobilienaktien, dass sich das rechnen muss. Also die Finanzierung kostet natürlich immer Geld und so ein Unternehmen, gerade REITs oder REITs, wie du schon so schön sagst, ihre Geschäftsmodell besteht ja daraus. Also ich habe übrigens Realty Income und Iron Mountain und es sind auch die einzigen beiden, die ich im Depot habe. Iron Mountain macht so, ich sag mal, Digitalisierung und sowas. Rechenzentren sind sie jetzt ganz groß eingestiegen in den letzten Monaten. Das ist ja was überall brummt und brennt. Also das sind in der Tat zwei Unternehmen, die seit Jahren solide auch von unten links nach oben rechts gehen, auch wenn Realty jetzt ein bisschen rumhängt, aber ist halt auch einer der größten und bekanntesten. Wenn einer durchkommt durch die Krise, dann Realty. Und weil du sagst, die geben immer wieder Aktien aus, finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Wenn du die Aktien im Depot hast, dann bist du ja offensichtlich überzeugt von dem Unternehmen. Dann weißt du ja auch um diese Situation. Dann ist es nur eine Frage, wie viele Aktien geben sie aus? Also wenn sie ein Aktienausgabevolumen, ich sag mal, von 3% pro Jahr haben, ja, dann musst du ja nur mehr wie 3% dein Volumen erhöhen, damit du diesen Verwässerungseffekt entgehst, ja. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe jetzt auch vor ein paar Monaten Realty nochmal nachgekauft. Da sind die einmal so nach unten gefallen. Da habe ich auch zugeschlagen. Alleine mit dieser Nachorder habe ich praktisch alle ausgegebenen Aktien egalisiert, sage ich mal. Also ich habe einen deutlich höheren Bestand, als sie im Verhältnis über die letzten Jahre Aktien aufgebaut haben. Das kann man, wie gesagt, wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist, einfach mal sich selbst drum kümmern, indem man einfach die Aktien nachkauft. Und was ich bei REITs oder REITs immer ein bisschen schwierig finde, die Leute schauen dort, wie du schon sagst, auf den hohen Ertrag, der aber eigentlich ja nichts aussagt, ja. Sondern für mich ist auch noch der Total Return, am Ende muss der passen.
Und wenn der Total Return, ich sag mal, eine Aktie schafft 14% pro Jahr und zahlt mir davon 12 aus, dann ist das so. Aber wenn, wenn sie 12% auszahlt, gibt ja so REITs, die extrem viel ausschütten, ja, und die Aktie deswegen im Jahr minus 8% im Schnitt macht, dann zahlst du dir diese hohe Dividende selber. Und deswegen, ja, aus diesem Grund, aus dieser Betrachtung, scheiden bei mir ganz viele REITs einfach aus, weil ja, in den Zeiten, wo die Zinsen günstig waren, hat das vielleicht funktioniert. Ja, die schütten dir 6-8% aus. Der Total Return ist bei 10 pro Jahr. Okay, 2% noch mal ein bisschen Wachstum. Jetzt ist so, viele sind durch mit Wachstum eingebrochen, die Kurse sind eingebrochen. Du kannst es gar nicht mehr aufholen. Also du hast immer noch die hohen Dividenden, wenn sie nicht gekürzt worden sind. Und das macht es für mich aus dieser Betrachtung hin, also wirklich überbordende Verschuldung nervt mich, wenn es nicht im vernünftigen Verhältnis ist. Also ein gewisses Wachstum oder wie du sagst, Leerstandsquote und alles sowas, Qualität möchte ich da schon sehen. Und ja, bei Unternehmen, die eben nicht im Total Return mich überzeugen, macht es für mich keinen Sinn, weil, weiß nicht, wenn ich mir die Dividende selber zahle, ich nehme mir 20.000, packe die irgendwo hin und nehme mir jeden Monat, jedes Jahr so viel raus, dass es weniger wird, das ergibt sich für mich keinen Sinn. Also es muss eine positive Rendite unterm Strich bei rauskommen, langfristig, die sich auch irgendwo am Markt orientiert. Wenn wir also sagen, ich werfe das Geld blind irgendwo in den Markt und schaffe damit 8% pro Jahr, dann sollte das schon Minimum getoppt sein. Und selbst bloß 9 oder 10 sind, weißt du, und wenn davon dann 6 oder 8 als Dividende kommen, ich glaube, bei Realty ist momentan 6%, ja, das ist schon sehr viel, da kannst du also nicht mehr viel Wachstum erwarten, aber dann ist es für mich okay. Ja, also es muss immer, wie gesagt, von der Performance her im Gesamten verhältnismäßig sein. Und Iron Mountain hat, glaube ich, extrem, die sind gut gelaufen. Also seitdem ich die im Depot habe, ich glaube seit 2018 habe ich die schon, die haben richtig gut Performance gemacht. Die laufen wirklich von unten links nach oben rechts. Die haben früher nur so Digitalisierung gemacht. Das heißt, du bist ein Unternehmen und hattest so die ganzen Akten. Und dann hat das Finanzamt gesagt, ja, die musst du jetzt 75 Jahre aufheben. Und dann hast du die ganzen Wäschekörbe, hast du zu Iron Mountain gebracht und die haben die unten in irgendwelchen Felsen, in irgendwelchen Schächten, haben die dann einfach in irgendwelchen Bunkern gelagert. Das haben die früher gemacht. Und die haben, glaube ich, 95% ihrer Kunden des S&P 500. Also praktisch jedes große Unternehmen ist Kunde bei Iron Mountain oder jedes nennenswerte, ja, börsennotierte Unternehmen. Und dann haben sie angefangen, jetzt vor ein paar Jahren auch in Rechenzentren, also in Digitalisierung zu investieren. Und das war der volle Burner. Aber ich muss sagen, weil jetzt, wie das immer so ist, ne, Zuschauer schauen hier zu, okay, Iron Mountain aufgeschrieben, kaufe ich morgen. Ja? Nein. Der Punkt ist, aus meiner Sicht, aus meinem System mit meinem Dividendenalarm, ist die Aktie jetzt an der Schwelle, teuer zu werden. Ja, das heißt, ich kann mir in den nächsten Tagen, Wochen mal Gedanken machen, was ich mit dieser Aktie mache. Und das ist eben so der Punkt. Ne? Du hast eine gute Aktie, ich habe die im Depot, habe die Performance mitgenommen und mache mir jetzt Gedanken, was mache ich mit diesem teuren Ding. Ja? So als wenn du sagst, du hast noch teure Adidas-Schuhe im Schrank stehen, die hast du einfach nur gekauft und reingeschätzt, kommt einer und sagt 700 Euro. Wo du sagst, also für 800? Verkaufe ich ihm die, weißt du? Und so ist es. Deswegen, nicht alles, was wir besprechen, muss heute günstig sein, auch wenn es bei mir zum Beispiel oder bei dir im Depot liegt. Ja, genau. Also Realty Income finde ich weiterhin interessant, muss ich sagen, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Das kann man... Auch günstig, bei mir auch, ja. Genau, kann ich jetzt schon mal auf jeden Fall sagen, aber meine Position wird jetzt langsam schon zu groß, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da jetzt schon in ich mag groß. Ja, also die Frage ist halt, wie hat man andere Aktien gewichtet? Ich werde jetzt bald ein bisschen was reduzieren auch mit einem ETF, den ich noch habe, weil ich unzufrieden bin und da muss ich dann auch schauen, wo geht das hin. Aber Iron Mountain wäre bei mir auch aktuell, wenn man das mit Realty Income vergleicht, da würde ich Geld rausnehmen zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen. Aber man kann die ja natürlich liegen lassen. Die sind in Corona, sind die richtig durch die Decke gegangen, weil vorher sind die ganz flach gelaufen, haben auch eine Dividende ausgeschüttet, aber und danach ging es richtig vorwärts. Da hat man dann wirklich ordentlich Performance mitbekommen. Aber auch Allianz, wir haben jetzt Allianz angesprochen, wäre für mich aktuell auch kein Kauf. Iron Mountain auch nicht, aber Realty Income zum Beispiel, fände ich interessant. Auch Starbucks finde ich immer noch relativ interessant, wo wir eben drüber gesprochen haben. Kann man günstiger kriegen? Ich glaube, das wird auch vielleicht nochmal ein bisschen runtergehen. Die Frage, das wollte ich dich eben noch fragen oder habe ich auch schon gefragt. Was sagst du zu den Schulden von Starbucks? Musst du mal was zu sagen? Ich habe mir das jetzt nicht aufgerufen. Schulden müssen immer im Verhältnis gesehen werden. Zum Cashflow oder zum Abbau, dann ist es für mich in Ordnung. Aber
Pauschal, weiß ich jetzt nicht. Die haben relativ starke Verschuldungen. Wenn ich jetzt mal, ich müsste jetzt auch noch mal ganz kurz, ich gehe mal in sec.gov und sag mal im Vergleich. Ich vergleiche immer, was ich immer mache, mir anschaue, und das kann man auch vielleicht den Zuschauern mal mitgeben. Ich schaue mir immer mal die Assets im Vergleich zu den Liabilities an. Und also die Vermögenswerte im Vergleich zu den Verbindlichkeiten. Und dass man auch natürlich ein bisschen mit Eigenkapital arbeitet. Und was ich nicht so gerne mag, ist, da gibt es ja auch Studien zu, wenn das Eigenkapital zu gering ist. Bei Banken und Versicherungen und so weiter ist das ja in Ordnung. Habe ich mir auch gestern mit dem Kunden nochmal angeschaut. Zum Beispiel hast du bei einer Münchner Rück oder sowas, da hast du dann nur 12, und bei einer Bank of America auch so um die 10, 9 oder sowas um den Dreh. Und ich bin immer so in der, dass ich gerne so um die 25% Eigenkapital mindestens habe, wenn Unternehmen, wenn ich in Unternehmen investiere. Es gibt auch welche, die haben deutlich höher, zum Beispiel eine Monster Beverage, die haben ja fast gar keine Verbindlichkeiten. Aber wenn ich mir das jetzt hier vergleiche oder mal anschaue bei Starbucks und gehe in die Financial Statements rein, ist natürlich auch dem Geschäftsmodell wahrscheinlich etwas geschuldet, weil die investieren müssen oder investieren. Genau, die bauen ja Filialen aus, wobei so viel bauen die jetzt auch nicht. Also, ich glaube, pro Quartal, was war das letzte? 364 Filialen. Klingt jetzt erstmal viel, aber Luckin Coffee hat, glaube ich, 2000, über 2000 Filialen im gleichen Quartal eröffnet. Wobei man das auch nicht vergleichen kann. Die bauen natürlich jetzt nicht hochwertige Filialen wie Starbucks. Also, ich bin mal hier bei Market Screener gerade mal reingegangen. Also, die Nettoschulden sind bei 13,6 und sollen auf 16 Milliarden bis 2026 steigen. Das klingt jetzt erstmal viel oder wenig, kann man sehen. Wichtig ist der Free Cashflow, der soll bis fast 6 Milliarden gehen im Jahr 2026. Also, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ein Drittel von den Schulden, der Free Cashflow. Die Verschuldung geht dann bis auf den Faktor 1,7 zurück. Das ist hier gerechnet Verbindlichkeiten durch EBITDA. Das ist für mich auch noch okay. Also, wir sind da nicht bei Werten über da zwei, drei. Das wären dann so Werte, wo man sagt, ja gut, wo soll das hingehen? Dann möchte ich schon mal so ein bisschen einen Abbau sehen. Aber man sieht auch sehr gut, seit 2021, da hatten sie nur Nettoschulden 8 Milliarden und seitdem investieren sie halt auch massiv. Und das haben sie auch gesagt. Sie wollen halt extrem wachsen und ausbauen. Das wird irgendwann, siehst du jetzt schon im Free Cashflow am Ende dann auch, Ja, das wird sich zeigen dann im Free wird sich Cashflow, wird es zeigen, ja, aber es wahrscheinlich. ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt in einem Schmerzbereich, also überhaupt nicht. Also vom Free Cashflow würdest du die Schulden in 3 Jahren abzahlen, das ist okay. Ja, Das ist auf jeden also. Fall wichtig, wenn man das vergleicht. Also du hast kein so ein Schema. Bei mir ist es auch kein hundertprozentiges Ausschlusskriterium. Das heißt, wenn das der Fall ist, aber ich screene zum Beispiel in meiner Checkliste immer drauf. Bei Company, wenn man sich das Unternehmen, also das Geschäft anschaut, dass das Eigenkapital so um die 25 oder bestenfalls über 25%, es muss auch nicht deutlich drüber liegen, aber so um den Bereich ist, um quasi eine gewisse Sicherheit zu haben, weil der Free Cashflow, da kann es ja auch Einbrüche geben irgendwie. Naja, klar, Aber natürlich. und da stehe ich dann mit den Schulden auch schon mal wieder blöd da, wenn ich dann kein Eigenkapital habe. Bei Starbucks ist jetzt das natürlich so ein Thema, wo ich immer mal ein bisschen geguckt habe, ich weiß nicht, wo liegt die Verschuldung, was haben wir eben gesagt, 13% oder so um den Dreh. Nettoverschuldung, glaube ich. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil die Investitionen sehr hoch sind. Und ich hoffe natürlich, ich finde die Aktie sehr interessant, ich hoffe natürlich, dass das dann so nach einer gewissen Zeit abgebaut wird, weil der Free Cashflow jetzt noch gut ist und das möglich ist. Aber da muss man dann auch dran glauben. Ich glaube zum Beispiel, dass die Menschen irgendwann wieder Kaffee für 6, 7 € kaufen, wenn das ein bisschen umgestellt wird, das System neu angepasst wird, man sich vielleicht was Gutes überlegt, aber auch die Gehälter gestiegen sind, zum Beispiel aufgrund von irgendwas und es den Menschen wieder besser geht. Ich sehe halt auch ein Problem da drin, dass viele Menschen in den USA und in Deutschland sich auch keine Immobilie mehr leisten können, sich nichts mehr kaufen können und dann sagen die, um Gottes Willen, jetzt gehe ich noch zu Starbucks und zahle hier für 6 € einen Ja. Kaffee, ja, und ich kann auch nicht mal mir ein eigenes Haus kaufen, wohne jetzt hier auf Miete, die steigt auch, weil wenn die Leute keine Immobilie mehr kaufen können, wohnen sie auf Miete, dann haben die Vermieter die Möglichkeit, die Mieten hochzuschieben und dann zahle ich so viel, wenn ich schon ein durchschnittliches Gehalt habe, vielleicht nur irgendjemand, dann auch nur für einen Starbucks-Kaffee, nur fürs Feeling, ist dann wirklich die Frage, ob das kommen wird. Ich finde es trotzdem relativ interessant, bin aber ein bisschen zwiegespalten.
Na gut, aber Starbucks, muss man auch sagen, richtet sich an bestimmte Kunden. Ne? Sie wollen ja nicht jedem ihren das Kaffee auch wieder. kaufen. Ja. Deswegen, ich glaube, die Zielgruppe, die Sie ansprechen, die ist durchaus bereit, mehr zu bezahlen, ein bisschen mehr zumindest, für ein gewisses Statement, was man damit vielleicht auch absetzt. Ja? Ich würde jetzt auch nicht zu Starbucks ständig gehen. Ich habe ja auch keinen hier in der Nähe. Also für mich ist es gar nicht wichtig. Bei mir steht der Kaffee im Vordergrund. Aber es gibt eben Menschen, die das machen und tun. Und es ist auch eine Frage, Sie haben es auch ganz gut erklärt in den Earning Calls, dass man über so eine App zum Beispiel die Leute auch ans Unternehmen binden und sie eben wieder reinholen können. Ja, sie haben eine Wallet, sie kriegen Bonusangebote, zeitlich begünstigt und so weiter. Wenn du das Gefühl hast, das Unternehmen tut dir was Gutes, dann gehst du halt dahin. Also ob du nur die $5 dort lässt oder woanders lässt. Ich glaube, nicht viele sagen sich, statt $5 Kaffee gehe ich jetzt woanders hin und hole mir einen für $2 hier beim 7-Eleven. Also wer so viel ausgeben möchte und ein gewisses Ambiente möchte, der wird da zwangsläufig auch wieder hingehen. Starbucks ist zum Beispiel auch Vorreiter von diesen hohen Gehältern. Also sie haben mit den Gewerkschaften sich geeinigt und zahlen richtig, also es war auch ein Punkt, richtig viel Gehälter, mehr pro Stunde. Ja, ja, und weil sie wahrscheinlich sagen, bevor ich mich jetzt jahrelang mit der Gewerkschaft rumstreite, machen wir das jetzt einfach mal. Ja, also es ist, wie du schon sagst, auf beiden Seiten muss es am Ende passen, aber es ist ein sehr kleinteiliges Geschäft, worin ich dann eben die Vorteile sehe, dass es durchaus möglich ist. Aber man muss zwingend Starbucks jetzt nicht kaufen, da gab es sicherlich bessere Möglichkeiten. Ist jetzt, wie gesagt, mit dem Problem, wie wir angesprochen haben, behaftet. Und es kann sein, dass in den nächsten Quartalszahlen sich zum Beispiel zeigt, dass sie dem noch nicht Herr geworden sind. Ja, ist ja nicht so, nur weil sie wissen, was passiert ist oder was man tun könnte, dass sich das gleich zeigt. Also es könnte durchaus bei den nächsten Quartalszahlen wieder eine Enttäuschung geben. Und das kann dann durchaus so 1, 2, 3 Quartale dauern, bis man wirklich sagt, okay, jetzt haben sie da so einen Turnaround gefunden. Also das nächste Quartal zum Beispiel soll schon besser wie das Vorquartal. Also Q3 soll besser sein wie Q1. Also da bin ich überrascht nach dem schlechten Q2-Quartal. Aber wir werden sehen, ob die Erwartungen noch gesenkt werden, ob das so schnell geht. Ich tippe mal drauf, dass sowas schon mindestens 6 Monate, vielleicht auch 2, also in dem Fall 2 Quartale dauert, mhm, bis man da so Verbesserungen sieht. Also ich sehe gerade auch, ich habe gerade noch mal auch bei Market Screener mal geguckt, also die Leverage Debt to EBITDA. EBITDA ist jetzt nicht mein Favorite, mein Lieblingsdarstellung, aber wenn man Schulden zu EBITDA sich anschaut, da war das schon 2020, ich war klar, Corona und so weiter geschuldet, klar, aber auch 2022 sah das deutlich schlechter aus als zum jetzigen Zeitpunkt noch, da wie man da geleveraged hat. Und jetzt ist aber man, guck mal, 2020 hatten sie zum Beispiel einen Free Cashflow von 114 Millionen. Ja, also ja, erwartet in 26 sind fast 6 Milliarden. Also es ist auch ein anderes Unternehmen. Also die können auch wieder richtig Geld drucken. Und die 6 Milliarden sind dann auch doppelt so viel wie 2019. Also das muss im Verhältnis natürlich immer betrachtet werden. Und die Schulden waren damals bei knapp 12 Milliarden, glaube ich, ne, Netto-Schuld. Ja. Und jetzt sind wir in diesem Jahr bei 14. Also es sind 2 Milliarden mehr oder 3. Also das ist jetzt nicht so... Jetzt also 14 ist das Verhältnis in dieser Ansicht dort, wenn man diese Kennzahlen vergleicht, ist kein Genickbruch, wirklich. Also das ist absolut in Ordnung. Klar, wenn jetzt da so steht wie in Covid 3,5, das ist schon extrem. Also da muss man sagen, okay, werden die Covid überleben? Aber siehst du ja. Gut, aber Covid ist natürlich eine Ausnahme gewesen, ist ja, ja klar in der Zeit. Aber ich meine trotzdem, wenn ich danach 21 ist dann auch wieder, da waren die Schulden bei 8 Milliarden. Ich weiß nicht, wie ausschlaggebend das jetzt ist, sich 2021 anzuschauen, weil da gerade in der Corona-Zeit, ja, aber wenn wir jetzt 2022, 2023 reingehen, sieht man, dass 1 Milliarde mehr in etwa vielleicht da an Verschuldung oder 1,5. Das heißt, so extrem ist die Veränderung über die Jahre jetzt nicht gewesen. Trotzdem ist das, was mich immer so ein bisschen, die investieren sehr, sehr viel und es ist ein kleinteiliges Geschäft. Das ist vielleicht auch das, was mich so ein bisschen davon abhält. Vielleicht hält mich auch davon ab, dass ich es irgendwie schlimm finde, dass ein Kaffee so viel kosten soll. Ich weiß es nicht genau. Ich gehe selbst auch dahin, wenn ich mal irgendwo in der Großstadt bin oder so irgendwas. Aber ja, sonst aber als Investor musst du dich mit dem Geschäftsmodell arrangieren, nicht mit den Produkten. Also ich
Also ich kann an fünf Händen abzählen, wann ich mal, an fünf Fingern meine ich natürlich, wann ich mal einen Starbucks-Kaffee trinke. Aber ich kaufe zum Beispiel auch keine Atomkraftwerke bei Siemens. Weißt du, was ich meine? Ich habe auch keine Nike-Schuhe. Ja? Also ich finde, als Investor muss und sollte man das wirklich strikt trennen, weil du musst einfach Verständnis für Menschen haben, die gewisse Produkte mögen oder nicht mögen. Das hat aber mit mir nichts zu tun. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Coca-Cola, weißt du? Aber ich habe die im Depot, weil ich weiß, ganz viele trinken das oder Apple-Produkte sind auch sowas, ne, wo ich sage, okay, alle haben Apple-Produkte, ich kann auch nur mit dem iPhone leben, ich brauche nicht noch einen Rechner und alles und einen Fernseher und so weiter. Wichtig ist, dass andere Menschen Vertrauen in Marken haben und in Produkte, die ich im Leben nicht kaufen würde oder essen oder trinken würde. Und deswegen kann ich da ganz getrost sagen, okay, ich vertraue auf das Geschäftsmodell. Das, was sie alles ändern wollen, macht durchaus Sinn. Kleinere Geschäfte wollen sie machen, so eine Stop-and-Go-Geschäfte, sage ich mal, ne? Nicht nur die großen Filialen. Dadurch haben sie eine extreme Möglichkeit, sich zu erweitern. Die haben ja jetzt gesagt, wir brauchen für jede Filiale einen Umkreis von Leuten, der da lebt, sage ich mal. Ja? Du kannst für so eine große Filiale, musst du dahin gehen, wo viele Menschen vorbeikommen. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen kleine Shops. So, kannst du mit der App bestellen, gehst hin, steht der Kaffee da, kannst du sofort weitergehen. So die Idee. Ne? Ja. Du kannst diese Shops jetzt sogar bei uns hier am Hafen einfach schon hinbauen, rein theoretisch, ja, auf Kupanga an, weil du dafür eine ganz kleinere Anzahl an Menschen in der Reichweite brauchst. Genau, und dadurch bieten sich jetzt viel mehr Möglichkeiten an, weltweit ihre Filialen auszurollen. Ja, und das haben sie sich mal auf die Fahne geschrieben und es dauert halt. Und ja, ich glaube also, auch, dass das funktionieren kann, so wie du das gerade beschrieben hast mit den kleineren Shops. Ich war in New York im Amazon Go. Und ich war völlig verwirrt. Also ich bin da reingegangen, wirklich. Und ich habe gesagt, Amazon Go, ich gehe dann da rein, scanne da meine Sachen selbst ein, wie das auch mittlerweile hier in Deutschland kommt das ja jetzt erst. Als ich in den USA studiert habe vor 10 Jahren, da oder 12 Jahren, da konntest du ja schon Self-Checkout machen im Walmart. So, in Deutschland ist da 10 Jahre hinterher, also Katastrophe. Bei mir im Rewe hier ist das erst jetzt um die Ecke gekommen. Und da bin ich in den Amazon Go reingegangen und wollte... hab mir eine Tüte Chips, weil in den USA habe ich immer Fritos gegessen, als ich da studiert habe. Und ich wollte mal Dr. Pepper einfach trinken, weil ich das in den USA, als ich da auch zur Highschool gegangen bin, habe ich das, meine Gastmutter hatte das immer. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir das jetzt mal. Geh raus und ich will noch ein YouTube-Video machen und will sagen, guck mal hier Leute, hier ist, da ist kein Mitarbeiter, nichts. Ja, in Deutschland kommt noch einiges, wollte ich sagen. Ja, und dann will ich dann Checkout machen und krieg's nicht hin. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt und ich wusste nicht warum, ich habe es nicht verstanden. Und dann hat ein Mitarbeiter, der hinter in so verschlossenen Raum im Büro hat das gesehen und kam dann raus. Und dann sagt er, kann ich dir helfen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und nö, ich hab dann, nö, ich gehe so. Ja, ich wollte das dann machen. Und dann sehe ich, wie Leute an mir vorbeigehen, die Handfläche über den Scanner halten, ihre Sachen nicht eingescannt haben und einfach rausgehen und der sagt gar nichts. Ich war völlig verwirrt, denke, was ist denn hier los? So, und jetzt haben die, du kannst über ein Terminal dort, scannst du deine Hand ein und das Checkout findet so statt, dass in den Regalen sind Gewichte drin, du nimmst diesen Bag, die Tüte Chips raus und die Dose, dann wird das gewogen, da hat gerade jemand was rausgenommen und sind Kameras an der Decke, die dich filmen, währenddessen das Essen auch einscannen und dann scannst du deine Handfläche, weil die über das Terminal hast du einmal gemacht, ist verbunden mit deinem Amazon-Account und dann wird das über Amazon direkt abgebucht, ich gehe raus, da ist kein Mitarbeiter mehr da und dann habe ich das gemacht, ich habe das nicht mit der Handfläche gemacht, sondern mit über meine Amazon-App dann draufgehalten und ich musste in der Tat du brauchst diesen Barcode nicht mehr, das ist alles irrelevant. Und was Amazon jetzt auch beispielsweise macht, ist, die verkaufen diese Technologie mit der Hand und mit den Kameras und allem drum und dran an andere Unternehmen und nehmen dafür wieder eine Gebühr. Wahrscheinlich. Ja, macht ja Sinn, absolut, ja. So. Und da also wir ist erstmal klar, was hier alles noch kommen wird in Deutschland zum Beispiel, was wir da noch gar nicht wissen. Also wir waren jetzt in Australien und da war das in der Tat so, in diesen großen Supermärkten hast du eigentlich nur noch Selbstscannerkassen. Da gibt es einen Typ, der da noch aufpasst oder für die alten Omas noch abkassiert. Ansonsten musst du es alles selber machen. Ich bin da eigentlich gar kein Freund von, weil ich denke, ich arbeite da nicht, bin weder ausgebildet noch irgendwas, muss denen ihren Job machen. Ich kann den ja nur schlecht machen. Ich kann ja nur jedes zweite Produkt vergessen, weißt du? Ich bin ja gar nicht angelernt worden, wie das funktioniert. Ne? Ich mag das auch überhaupt nicht.
wenn er mir sagt, okay, wenn du selber scannst, kriegst du 5 oder 10% Rabatt, dann sage ich, okay, dann hau mal rein hier, ne? Dann schicke ich meine Tochter vor, dann scannt die das alles. Ist ja auch nicht so. Also es dient in der Tat wirklich nur für den Laden, für das Unternehmen, und ich bin da ewig beschäftigt. Und es dauert auch ewig. Du, Selbstscannerkassen dauern einfach länger. Was mich da so ein bisschen stört, da waren auch diese Scanner, piep, piep und so, wo ich denke, eigentlich muss es so sein, wie ob nun durch Überwachung oder wie auch immer, oder durch diese Chips, die man ja hat, ne, wo man, wenn ich was in den Wagen lege, muss es doch schon gescannt sein. Also musst du alles schon irgendwie, die müssen doch wissen, was ich im Wagen habe. Bei Decathlon gehe ich hin, werf meinen ganzen Kram in diese Kiste rein und dann sagt die, okay, 180 Euro. Weißt du, dann ist anscheinend durch die Chips alles gescannt. Dann weißt du, ich habe 12 Sachen, okay, 12 Sachen stehen drauf, wird schon irgendwie passen. Dass das noch nicht kommt, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man investieren muss. Ja? Und so ein deutscher Supermarkt ist ja froh, wenn er nicht investieren muss. Wenn er sagt, lass uns das erst mal 10 Jahre machen, damit sich das mal rechnet. Oder sind die einfach im Ausland oder so Unternehmen wie Amazon viel weiter. Die probieren es einfach aus und ja, drehen dann halt auch am großen Rad. Und dann sitzen bei uns immer noch Verkäuferinnen und helfen dir beim Piep. Dass du da irgendwie einscannst und dann musst du doch nochmal wiegen gehen und so. Also ich bin da echt kein Freund von. Ich kann durchaus verstehen, wenn Menschen alles nur noch online bestellen, weil es einfach kein Erlebnis mehr ist in so einem Edeka. Wir waren ja zu Weihnachten in Deutschland und so. Es ist kein Erlebnis mehr. Du gehst nach 17 Uhr in so ein Edeka, ich sag mal, dann rennen 20, 30, ich sag mal, Auspacker, ohne das jetzt negativ zu nennen, in einer Kluft, in einer Art und Weise da rum, rammeln die Regale voll. Es gibt nur noch Kassierer und hinterm Metzgerstand zwei Leute. Ansonsten in dem Laden selber niemand mehr. Ja, alles sieht aus wie Bombe, überall Kartons, alles auf Paletten. Und diese ausländischen Menschen, die da arbeiten, die da Subunternehmer sind, die werden nur gerufen, rammeln alles da rein. Da denkst du dir so, ja, okay. Ja. Also wo ist diese Experience für den Kunden? Der will da reingehen, will besäuselt werden, will auch mal angesprochen werden. Hier, probier mal die Suppe oder kauf dir mal eine Zwiebel, keine Ahnung. Das ist eigentlich nicht mehr... Ja, dann kann ich den Kram auch online bestellen, weißt du so. Ja, man muss halt gucken, dass die Menschlichkeit irgendwie, die Kommunikation miteinander auch dann nicht komplett verloren geht auf gewisse Art und Weise, weil das ist ja auch irgendwie, wenn du in einem südlichen Land bist, merkst du das ja auch, da redest du dann mal mit jemandem oder dann kommst du genau. Dann später nach Hause, weil du einfach... Da quatscht dich da eine halbe Stunde voll mit die Tomate, ja. Tutto bene, bla bla bla, und denkst, genau, komm, pack 2 Kilo ein, Alter, weißt du so. Ja. Aber das musst du dir leisten können heute als Unternehmer, ja. Ist einfach so, ja. Wenn du jetzt lernen willst, wie du Aktien eben kaufst, die wirklich Qualität haben, die ab Monat 1 schon Cashflow auf dein Konto ausschütten und du willst aber nicht so viel Zeit aufwenden, dann bin ich der Mann für dich und du kannst mich gerne kontaktieren unter aktien-wagner.de und ich werde dich persönlich anrufen, nachdem du einige Daten eingetragen hast über meine Website, werde herausfinden, wie ich dir weiterhelfen kann, dann mach mal ein kostenfreies Strategiegespräch über Zoom, in dem ich dir zeige, wie du mit Aktien über die Börse ein Vermögen aufbauen kannst. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Bis ganz bald, dein Mike.